Oh. I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es ein Video, was in den Trends war, und da konnte ich mir einfach nicht vergreifen. Wahrscheinlich, Paul. Konnte ich mir einfach nicht verkneifen, ein Video dazu zu machen. Wieso einfach? Denn das erste Video hatte einfach mal 2, weiß ich wie viele Millionen Views, und das andere Video auch über 2 Millionen Views. Wieso und wovon ich spreche, habt ihr vielleicht an dem Pre-Intro gesehen. Grundsätzlich geht es um dieses Video. Ja, unser gewisser lieber Herr Joachim Löw, genannt Yogi, hat sich dabei gedacht, einfach mal, während sich 27,6 Millionen Leute zugucken, denn das waren ungefähr die Einschaltquoten, sich einfach mal, ne, an den, ihr wisst schon, zu greifen und dann daran zu riechen. Vielleicht hat ja Lukas hier auch da recht, dass das so stimmt, dass 80%, also 8 von 10 Leuten, sich an die Eier greifen. Das mag wohl sein. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Im Endeffekt ist es einfach mal so bekloppt, man. Man glaubt es einfach nicht, dass einfach mal die meisten Schlagzeilen über die EM nicht Reus sind, nicht, dass Götze scheiße spielt, nicht, dass unsere Abwehr absolut bekloppt ist. Natürlich Boateng oder Boatong, wie es Belareti, ich weiß gar nicht, ob es Belareti war. Jedenfalls Boatong wurde er genannt, zwischenzeitlich irgendwas darüber berichtet. Nein, es geht wirklich nur darum, dass Yogi Löw sich an die Eier greift. Aber seitdem ja noch nicht nur genug, genauso wie nicht, dass Poldi gesagt hat, okay, dass 80% der Leute sich an den Schritt greifen und das machen würden. Nein, es gibt noch ein zweites Video. Ein zweites Video zeigt einfach mal, wie Herr Bundestrainer sich an den Arsch greift, ungefähr die gefühlte 3000 Millionen Jahre seine Hand dort lässt, wieder raushält, daran rumpopelt und dann den hier macht. Und sich dann wundert, nachdem man ja bei der Nivea-Werbung bei ihm gesehen hat, dass das hier relativ tiefenentspannt ist, nämlich ein graues Hemd anziehen, was überhaupt nicht Schweißflecken macht. Keine Ahnung, die Schweißflecken waren so groß wie der Atlantik, mal zwei, wahrscheinlich. Und er dachte sich einfach mal, ich riech dran. Leider finde ich dieses letzte Video nicht. Es gibt auch noch ein drittes Video, Freunde. Ihr haltet euch fest, es gibt ein drittes Video, wo sich Herr Bundestrainer auch während des Trainings auch nochmal an den Arsch greift. Ich meine, hat der denn, will der uns... Ich glaube einfach nicht, dass dieser Typ, ich weiß es nicht, was glaubt er sich? Außerdem, wieso macht man sowas? Jungs, schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir das in die Kommentare. Mädels, wenn ihr das seht, schreibt auch ihr in die Kommentare. Du. Ja, du. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich will eure Meinung dazu hören. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich echt über eine Bewertung freuen. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jungs und Mädels, haut da rein. Trommelwirbel und ciao. Au. Ayo, drop that shit.